Na, heute schon Hausaufgaben gemacht? Was ihr hier seht, ist ein Kulifüller nur für Kinder. Er ist extra für kleine Hände gemacht und hilft dabei sogar beim Schreiben lernen. Wie er das genau macht, erklären wir euch gleich. Davor aber erstmal eine kleine Zeitreise. So wie heute sahen Füller natürlich nicht immer aus. Vor 400 Jahren begann man mit einer Gänsefeder zu schreiben, die immer wieder in Tinte eingetunkt werden musste. Im Jahre 1800 wurde dann ein Füller erfunden, wie man ihn heute noch kennt. Die Feder ist seitdem aus Metall und das Tintenfass hat sich in eine Patrone verwandelt. Natürlich hat sich das Aussehen der Füller inzwischen verändert. Zwei Dinge sind allerdings immer gleich geblieben. Jeder Füller hat eine Feder und einen geraden Griff. Oder besser hatte, denn heute sehen einige Füller etwas anders aus. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Sie sollen das Schreiben so einfach wie möglich machen. Das Schreiben wirkt zwar ziemlich einfach, ist in Wirklichkeit aber eine schwere Sache. Vor allem für die, die es gerade lernen müssen. Tja, Schreiben lernen braucht viel Zeit und kann deswegen ziemlich anstrengend sein. Es ist fast genauso schwer, wie ein Musikinstrument zu lernen. Für Anfänger sind Buchstaben zunächst unbekannte Formen. Sie malen sie deswegen ab. Abmalen hat aber noch nichts mit richtigem Schreiben zu tun. Denn das sollte wie von alleine gehen. Mensch, gar nicht so einfach. Viele Kinder schreiben deswegen auch langsam oder verkrampfen. Je besser sie es können, umso automatischer wird ihre Schreibbewegung. Mit etwas Übung und Geduld wird es also immer einfacher. Das Problem ist, dass viele von uns so konzentriert sind, dass sie sich total verkrampfen und den Stift wie einen Faustkeil zwischen den Fingern halten. Wenn man sich beim Schreiben besonders anstrengt, dann kann einem hinterher die Hand ganz schön wehtun. Aua! Eine angespannte Schreibhaltung, verkrampfte Hände, falsche und krakelige Schrift. Für Eltern und Lehrer ein bekanntes Problem. Aktuelle Umfragen zeigen das Ausmaß. Handschriftliches Schreiben macht europaweit fast 80% der Schüler und Studenten zu schaffen. Von 10 Schülern haben also 8 Probleme beim Schreiben. Erstklässler heutzutage haben Schwierigkeiten mit ihrer Koordination der Hände. Das heißt, sie nehmen also den Stift häufig in die gesamte Hand und nehmen nicht diesen Drei-Finger-Griff. Und aus diesem Grund wird also die Schrift unsauber und sie drücken auch ziemlich stark damit auf. Die Wissenschaftler und Mediziner fordern daher zum Schreibenlernen ergonomisch passgenaue Stifte. Aber was heißt denn jetzt genau ergonomisch? Das sind Stifte, die genau in die Hand passen und dadurch beim Schreiben helfen. Aber wie schafft man das denn, dass der Stift genau in die Hand passt? Nun, darum kümmern sich Wissenschaftler. Herr Bruder zum Beispiel von der Technischen Universität Darmstadt. Er hat sich auf das Thema Ergonomie spezialisiert. In seinem Labor führt er dazu verschiedene Tests und Beobachtungen durch. Wir haben uns mal angeschaut, was er da so genau macht. Durch viele, viele Versuche, bei denen man schreibende Leute mittels Kabeln an Computer angeschlossen hat, hat man herausgefunden, dass der Stift eigentlich fast so etwas wie ein Sportschuh ist. Wenn man viel und lang damit schreibt, wie Schüler es tun, sollte der Stift den Körper dabei optimal unterstützen. Schlecht gestaltete Stifte sind deshalb problematisch, weil sie zu hohen Beanspruchungen von Händen und Armen führen und Schmerzen oder gar Krankheiten auslösen können. Unsere Hand leistet beim Schreiben enorm viel Arbeit. Aber das kann durch ergonomische Stifte erleichtert werden. Und Herr Dr. Marquardt weiß genau wie. Der Schreibanalytiker hat nämlich ein spezielles Computerprogramm entwickelt, mit dem man die Bewegungsabläufe beim Schreiben sichtbar machen kann. Dann kann man sie analysieren und verstehen, was mit unserer Hand beim Schreiben passiert. Dazu muss man mit einem speziellen Stift auf ein Grafiktablett schreiben, das an einen Computer angeschlossen ist. Das Programm analysiert die Schrift, es misst die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, den Druck und noch vieles mehr. Es hilft uns dann, ein bisschen zu sehen, wie gut du schon das Schreiben gelernt hast und was vielleicht für dich günstige Übungen wären. So weiß man genau, was die Hand zum flüssigen Schreiben braucht. Und das ist wichtig, um den Stift genau an die Hand anzupassen. All das hat man durch Analyse von tausenden Schreibenden auf der ganzen Welt herausgefunden. Zusammen mit Wissenschaftlern und Pädagogen hat Stabilo daher einen speziellen Stift entwickelt, bei dem nur ganz geringe Kraft zum Schreiben nötig ist.
Die Stabilo-Stifte haben im Vergleich zu geraden Stiften eine gekrümmte Form und Griffmulden, die ein Wegrutschen verhindern. Das spart Kraft. Aber nicht nur die Form, sondern auch der Tintenfluss ist wichtig. Beim klassischen Füller floss beim Schreiben entweder zu wenig Tinte, man musste ein wenig nachhelfen, oder zu viel, sprich der Füller kleckste und hinterließ hässliche Spuren. Beim herkömmlichen Füller nutzt sich die Feder ab und kratzt mit der Zeit über das Papier. Manchmal reißt sie sogar Löcher rein. Bei dem Kulifüller Smooth Easy zum Beispiel passiert so etwas nicht. Denn es wurde eine spezielle Tinte eigens für die optimale Schreibgeschwindigkeit entwickelt. Sie hinterlässt keine Flecken und fließt über eine Mini-Kugel immer gleichmäßig übers Papier. Aber da ist noch etwas. Jedes dritte Kind ist nämlich Linkshänder und die haben es doppelt schwer. Wenn sie so schreiben wie Rechtshänder, dann verwischen sie ihre eigene Schrift. Damit das nicht passiert, nehmen sie eine andere Haltung ein. Aber die ist viel verspannter und ihre Hände tun so schneller weh. Aus diesem Grunde wurden Stifte entwickelt, die sich auch den Linkshändern perfekt anpassen. So können alle bequem schreiben lernen. Hey, wusstet ihr übrigens, dass man sich Dinge viel besser merken kann, wenn man sie mit der Hand schreibt? Na dann, viel Spaß beim Schreiben. Na, heute schon Hausaufgaben gemacht? Was ihr hier seht, ist ein Kulifüller nur für Kinder. Er ist extra für kleine Hände gemacht und hilft dabei sogar beim Schreiben lernen. Wie er das genau macht, erklären wir euch gleich. Davor aber erstmal eine kleine Zeitreise. So wie heute sahen Füller natürlich nicht immer aus. Vor 400 Jahren begann man mit einer Gänsefeder zu schreiben, die immer wieder in Tinte eingetunkt werden musste. Im Jahre 1800 wurde dann ein Füller erfunden, wie man ihn heute noch kennt. Die Feder ist seitdem aus Metall und das Tintenfass hat sich in eine Patrone verwandelt. Natürlich hat sich das Aussehen der Füller inzwischen verändert. Zwei Dinge sind allerdings immer gleich geblieben. Jeder Füller hat eine Feder und einen geraden Griff. Oder besser hatte, denn heute sehen einige Füller etwas anders aus. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Sie sollen das Schreiben so einfach wie möglich machen. Er hat sich auf das Thema Ergonomie spezialisiert. In seinem Labor führt er dazu verschiedene Tests und Beobachtungen durch. Wir haben uns mal angeschaut, was er da so genau macht. Durch viele, viele Versuche, bei denen man schreibende Leute mittels Kabeln an Computer angeschlossen hat, hat man herausgefunden, dass der Stift eigentlich fast so etwas wie ein Sportschuh ist. Wenn man viel und lang damit schreibt, wie Schüler es tun, sollte der Stift den Körper dabei optimal unterstützen. Schlecht gestaltete Stifte sind deshalb problematisch, weil sie zu hohen Beanspruchungen von Händen und Armen führen und Schmerzen oder gar Krankheiten auslösen können. Unsere Hand leistet beim Schreiben enorm viel Arbeit. Aber das kann durch ergonomische Stifte erleichtert werden. Und Herr Dr. Marquardt weiß genau wie. Der Schreibanalytiker hat nämlich ein spezielles Computerprogramm entwickelt, mit dem man die Bewegungsabläufe beim Schreiben sichtbar machen kann. Dann kann man sie analysieren und verstehen, was mit unserer Hand beim Schreiben passiert. Dazu muss man mit einem speziellen Stift auf ein Grafiktablett schreiben, das an einen Computer angeschlossen ist. Das Programm analysiert die Schrift, es misst die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, den Druck und noch vieles mehr. Es hilft uns dann, ein bisschen zu sehen, wie gut du schon das Schreiben gelernt hast und was vielleicht für dich günstige Übungen wären. So weiß man genau, was die Hand zum flüssigen Schreiben braucht. Und das ist wichtig, um den Stift genau an die Hand anzupassen. All das hat man durch Analyse von tausenden Schreibenden auf der ganzen Welt herausgefunden. Zusammen mit Wissenschaftlern und Pädagogen hat Stabilo daher einen speziellen Stift entwickelt, bei dem nur ganz geringe Kraft zum Schreiben nötig ist. Die Stabilo-Stifte haben im Vergleich zu geraden Stiften eine gekrümmte Form und Griffmulden, die ein Wegrutschen verhindern. Das spart Kraft. Aber nicht nur die Form, sondern auch... Das Schreiben wirkt zwar ziemlich einfach, ist in Wirklichkeit aber eine schwere Sache. Vor allem für die, die es gerade lernen müssen. Tja, Schreiben lernen braucht viel Zeit und kann deswegen ziemlich anstrengend sein. Es ist fast genauso schwer, wie ein Musikinstrument zu lernen. Für Anfänger sind Buchstaben zunächst unbekannte Formen. Sie malen sie deswegen ab.
Abmalen hat aber noch nichts mit richtigem Schreiben zu tun, denn das sollte wie von alleine gehen. Mensch, gar nicht so einfach. Viele Kinder schreiben deswegen auch langsam oder verkrampfen. Je besser sie es können, umso automatischer wird ihre Schreibbewegung. Mit etwas Übung und Geduld wird es also immer einfacher. Das Problem ist, dass viele von uns so konzentriert sind, dass sie sich total verkrampfen und den Stift wie einen Faustkeil zwischen den Fingern halten. Wenn man sich beim Schreiben besonders anstrengt, dann kann einem hinterher die Hand ganz schön wehtun. Aua! Eine angespannte Schreibhaltung, verkrampfte Hände, falsche und krakelige Schrift. Für Eltern und Lehrer ein bekanntes Problem. Aktuelle Umfragen zeigen das Ausmaß. Handschriftliches Schreiben macht europaweit fast 80% der Schüler und Studenten zu schaffen. Von 10 Schülern haben also 8 Probleme beim Schreiben. Erstklässler heutzutage haben Schwierigkeiten mit ihrer Koordination der Hände. Das heißt, sie nehmen also den Stift häufig in die gesamte Hand und nehmen nicht diesen Drei-Finger-Griff. Und aus diesem Grund wird also die Schrift unsauber und sie drücken auch ziemlich stark damit auf. Die Wissenschaftler und Mediziner fordern daher zum Schreibenlernen ergonomisch passgenaue Stifte. Aber was heißt denn jetzt genau ergonomisch? Das sind Stifte, die genau in die Hand passen und dadurch beim Schreiben helfen. Aber wie schafft man das denn, dass der Stift genau in die Hand passt? Nun, darum kümmern sich Wissenschaftler. Herr Bruder zum Beispiel von der Technischen Universität Darmstadt.